Das ist so komisch, wenn man nicht sieht, was man isst. Was denn? Ich hab's in der Nase! Siehst du, das bringt ja direkt über zum Fummeln. Oh Gott, was für ein Geschmack sein. Jetzt ess doch du mal zuerst! Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und der gute Steve Heng ist wieder dabei. Aber er wird heute nicht in Rot bleiben, sondern in ein grünlich-schwarz eingetaucht. Denn wir machen heute... Infrarot, im Dunkeln, Blackscreen-mäßig, Süßigkeiten fressen und wir sehen es halt nicht. Halt Blind Taste Asian Food Challenge. Bist du bereit? Ja. Dann wechseln wir mal das Licht. Ja, scheiße, jetzt ist es auf jeden Fall dunkel. Ich spüre dich, dass du da bist. Aber siehst du, es bringt ja direkt über zum Fummeln, wenn du im Dunkeln. Ich habe das schon vorher aufgeschnitten, gell? Okay. Habe ich vor Angst, wenn irgendwie eine Spinne jetzt kommt oder so? Die habe ich vorhin schon weggesaugt. Keine Angst. Okay, das ist irgendwie so eine. Also irgendein Pappding ist immer mit drauf. Das kann man wegschmeißen, das brauche ich. Okay, was spürst du? Irgendwas Tüte-mäßiges. Mach's nicht kaputt! Asian Power. Ja, ich hab's. Ah, das ist irgendwas Fruchtiges. Ist das denn überhaupt unter meiner Nase? Du hast es hingehalten. Zeig mal. Ah, Keks. Ah, es ist schon auseinandergebrochen, weil ich esse ein Stück davon. Ja, hier ist den komplett. Ey, komm denn? Ich esse den anderen. Ach, schon zwei? Mhm. Mhm. Geil. Schmeckt wie, schmeckt auf jeden Fall so, als wenn der Himbeer drin ist. Ja, komm mal rein. Das ist so komisch, wenn man nicht sieht, was man isst. Das ist für mich ein Gebäckstück, was nach Himbeere schmeckt. Ja, schon was ähnliches. Aber schmeckt echt gut, muss ich sagen. Ja, schmeckt nach Pink. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja nochmal mein anderes Ding. Nimm mal was raus, das sind kleine Bobberlas. Ih, was ist das? Das ist Zucker. Das ist Zucker. Einfach Zuckerstücke, oder was? Ja, Mann. Okay. Okay, schmeckt einfach nach Kandiszucker. Was ist das groß? Ist das klein? Ja, ist groß, weil man muss ja alles mal aufmachen. Okay, also, wir müssen das ein bisschen teilen. Hier. Wusstest du, dass das aus Osaka kommt, also aus meiner Lieblingsstadt in Japan? Keine Ahnung. Nee. Habe ich gerade eben auf dem Paket gesehen. Ah, ich sehe dich. Was ist das? Schmeckt das, wenn Schokolade überzogen wäre und nur Waffel? Ja. Gut. Was ist das denn? Was ist das? So was Fettes. Oh, das sind mir Chips oder sowas. Ist noch was drin? Nee, nichts mehr. Ich hab noch was. Das letzte, dann sind wir durch. Okay. Mach mal deinen Mund auf. Warte, Mann, ich muss doch das was eine runterkauen, Alter. Haselnuss. Boah, ich bin nach Popcorn. Ja, also Mais, so Maisgebäck oder sowas. Mama. Oh Gott, was soll das für ein Geschmack sein? Jetzt ess doch du mal zuerst! Ich habe meinen Mund offen, übrigens. Warte, warte. Ja, okay. Tschüss, schwer in die Nase. Das ist ein Flips, oder? Ja. Was denn? Ich hab's in der Nase! Süße Flips. Ja. Oh! Die hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann. Die waren auch zu Weihnachten rum. Das war, glaube ich, ein Schoko getrunken, der geschrieben wird. Spaß? Ja, das ist mal. Okay, dann machen wir wieder das Licht an und gucken mal, was wir gerade so gegessen haben. Was man auf die Verpackungen irgendwo sieht. Und? So, lass mal kurz gucken, was wir gegessen haben. Also. Das, Das sind Tannenbäumchen! Ja. Aber sie waren mir zu süß. Die waren echt süß. Das sind Erdnussflips in süß. Das war der Zopf, den hatte ich aber auch schon mal hier. Einfach eine Waffel, eine süße Waffel. Ja, die habe ich so heftig bei der Stütze. Und hier, das sind diese Kandis-Dinger. Guck, ja. Ja, das sind Sterne. Oh. Staru. Ach, das hier. Ah, die kennt man, ne? Klassische japanische Süßigkeit. Ja. Gott sei Dank war es Eisgebäck, weil ich mir denke, wenn es irgendwas Glitschiges wäre, wäre ich richtig furchtbar gewesen. Das wäre echt übel gewesen. Hier nochmal das und nochmal. Oh, lecker! Kawaii!
Ja, dann vielen Dank, dass du bei diesem Experiment mit dabei warst. Also das Unboxing im Dunkeln war ja schon krass, aber Sachen essen, wo du jetzt dachtest so, was kommt jetzt? Ja, das war ja auch sogar meine Idee. Ich hab ja, und dann hast du jetzt aber geschluckt, als ich gesagt habe, jetzt machen wir das aber. Ja, ich sag mal so, Gott sei Dank ist es Gebäck gewesen, weil, wie gesagt, ich dachte, es kann auch Mochi sein, so glitschige Sachen. Ja, ja, aber ja, auch, der hätte auch sein können. Ne? Ja, oder irgendwie, weiß schon, kennst du das von anderen YouTubern, die so lebendige Tinten. Ja, weil genau, weil da ein lebendiger Tintenfisch drin war. Ja, so nach. Naja. Mal ein Fischauge oder so. Wie fandet ihr es? Soll der liebe Baumi des Öfteren Blind Taste-mäßig was machen? Oder Unboxing oder so? Schreibt es in die Kommentare. Vor allem für mehr Informationen von uns, da könnt ihr mal auf unser TikTok gehen, was wir jetzt haben. Da hat mich der Steve jetzt mal mit eingeweiht. Und da gibt es lustige Parodien. Und natürlich unser Instagram. Mhm. Vergesst auch nicht zu liken und die Glocke zu aktivieren. So ist es. Damit ihr kein Video mehr verpasst. So ist es. Und ja, wie fandet ihr es? Einfach unter den Kommentaren schreiben, den Baumi belästigen, mich belästigen auf Social Media. Steve und hat sich verpflichtet, auf jeden Kommentar in diesem Video zu antworten. Wenn ihr Fragen habt, einfach gerne schreiben. Jo, dann sehen wir uns. Wann immer was nötig ist. Sayonara. Ciao.